Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Das Wochenende war diesmal sehr erfolgreich. Ihr seht es hier, ich hatte ja extrem viele Minuspunkte und hatte am Ende nur noch wenig Minuspunkte, denn wir haben es geschafft hochzuspielen. Man sieht es hier, wir sind jetzt in Silber. Man wird ja immer eins runtergestuft dann in der neuen Woche. Aber wir hatten es geschafft. Wir waren safe in der Top 30. Wir sind wieder in Top 30 Clan. Wenn ich mir das so angucke, sind wir sogar in Top 20 Clan. Deutschlands Top 20 Clan. Nummer 2. Ist hier noch ein deutscher Clan? GmbH ist busy vor uns. Ja, ich glaube, da sind keine deutschen Clans mehr. Land W? Nee. Ich glaube auch, dass es kein deutscher ist. Jo, wir haben es geschafft. Wir waren sehr stark, haben schön gespielt und Spaß gehabt. Vielleicht habt ihr sogar bei Twitch mit zugeguckt. Wir haben irgendwie alle gestreamt. Rauschi, Krabbe und ich haben gestreamt und haben auch in einem Team gespielt, was sehr witzig war. Es war der super Inception-Stream. Es ging ab. Und jetzt will ich mal meine Kiste hier aufmachen. Ich habe die ganze Zeit die Kiste. Ich hatte ja letztes Mal großes Glück mit dem Behälter. Mal sehen, ob ich diesmal wieder so viel Glück habe. Aber ich tippe mal drauf, dass hier so ein blaues Ding drin ist. So ein hellblaues Scheißding ist bestimmt drin. Aber mein Lager ist ziemlich voll. Ich muss mal hier ein bisschen. Wobei das keinen Lagerplatz belegt. Teile aus diesem Behälter können auf dem Markt gehandelt werden. Mist, was ich raushol, wird dann auch einen Platz belegen. Aber wir versuchen es mal. Wollen Sie ihn wirklich öffnen? Ich schließe die Augen und drücke. Okay, ich habe das Geräusch gehört. Ich zähle nochmal aus 3. 1, 2, 3 und. Natürlich habe ich was Blaues gekriegt. Das war ja klar. Man kann nicht immer so viel Glück haben. Naja, was soll's. Die 2 Athenas habe ich, glaube ich, immer noch rumliegen. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen machen soll. Ob ich die irgendwann zum Bauen nehme von irgendeinem Relikt, wenn man die natürlich braucht. Aber bisher, ich glaube, es gibt gar kein Relikt. Es könnte sein, dass man manchmal für die Helikon Athena. Naja, aber ich glaube nicht. Aber ich habe noch Lagererweiterung gekauft und die hauen wir jetzt auch mal rein, dass ich hier wieder, weil ihr seht, das Lager ist ziemlich voll. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Ach, sowas haben wir auch noch. Ah, und da kann ich was aussuchen. Was soll ich nehmen? Ach, die lasse ich nochmal, wenn ich irgendwas bauen will. Ich überlege nämlich schon. Mir so ein paar legendäre Sachen hier musste ich vorbauen. Ich muss mich mal entscheiden, was ich dann irgendwann für ein Relikt bauen möchte. Denn ich habe relativ viel Uran. Ich könnte theoretisch fast 2 Relikte bauen. Ich werde es aber weiter horten, in der Hoffnung, dass wieder dieses Black Friday-Ding kommt. Ich sammle einfach und sammle, weil ich gerade nicht so richtig Relikte brauche. Aber ich muss mal gucken, was ich dann. Ich hätte schon gerne mal Porkies. Porks waren sowas, das wollte ich schon immer mal ganz gerne haben. Ich glaube, die machen mir viel Spaß. Deshalb muss ich mal gucken, was ich für die Porkies brauche. Ach ja, hier brauchen wir wieder die Beholder und Oma Mori ist halt sehr teuer. Beholder geht eigentlich und ich glaube, ich habe sogar noch, habe ich noch Beholder-Dinger hier? 1. Kann man gerade super billig bauen eigentlich. Ich überlege, ob ich die Beholder einfach bauen und verkaufen soll. Weil das hier kostet ja gar nichts. Die habe ich auch recht billig gekauft letzt, obwohl ich habe sie sogar teurer gekauft, als sie gerade sind. Aber ich habe die für irgendwas gekauft. Irgendwas wollte ich bauen. Ich wollte generell so ein paar Sachen bauen. Ich muss mal kurz Bestandsaufnahme machen. Also ich hatte mir einen Destructor gebaut. Könnte mir sogar noch einen bauen. Aber ich habe jetzt gerade 2. Was kostet der Destructor gerade? Was habe ich denn hierfür bezahlt? Geht eigentlich? Boah, das ist teuer. Ist die Frage, soll ich Destructor bauen und verkaufen? Was mit der Master-Kabine?
Ist auch teuer. Wie viel Master habe ich? Ich könnte 4 Master bauen. Also bei den aktuellen Preisen, wenn ich hier sage, ich 600, ich rechne einfach mit 700, 1400, dann kann ich hier das da abziehen. Dann mache ich einen Tausender dafür. 2400. Und der Glücksbringer sind 215. 2615 plus 750. 2615. 3300. Irgendwas. 3380. Ich sage einfach grob in den Daumen gepeilt. Warte, kommt es hin? 3300. Ich habe schon wieder vergessen, was andere war. Es waren 2600. Ach, 2615. 3015 wären 400. 3315. 3365. Plus die Batterien. Was kosten die eben? Die sind billiger. Das ist mal 500 einfach. Ja, dann bin ich schon, da kratze ich schon so an den 4000. Ich wäre noch in der Gewinnspanne drin, aber irgendwie, dann habe ich wieder so wenig Elektroteile. Was ist denn diese Woche eigentlich? Phase, was bekommt man für die an der Abzeichenbörse? Oh, es sind Elektrowochen, ja, das passt. Gib mal was her. Ach, gibt noch mehr Elektroteile. Obwohl. Ist hier noch eingestellt. So. Gut, jetzt haben wir schon mal ein paar Elektroteile. Schrott. Boah, 90.000 Schrott. Ich muss was mit dem Schrott machen. Allerdings, wenn ich jetzt anfange, im großen Stil blaue Sachen zu bauen, dann geht mein Kupfer auch weg. Ne, gerade teuer. Oben die zwei waren schon mal teuer. Wie sieht es mit Reifen aus? Reifen waren doch noch nicht mehr so gut. Reifen. Der Rotor. Gut sind halt immer, wenn man Sachen baut, die man eh zum Bauen braucht. Ein Defender ist teuer. Ich baue mal Rennreifen und guck mal, ob ich die los werde. Dann entscheide ich, ob ich noch mehr baue. Für 3 Coins kann ich es beschleunigen. Ja, komm. Ich bin gerade ungeduldig. So, die Rennreifen, die haue ich jetzt mal auf den Markt und guck mal, ob ich die irgendwie schnell verkauft kriege. Und dann entscheide ich, ob ich noch mehr Rennreifen baue, weil vom Preis her ist das echt gut gerade. Das wäre ein Haufen Geld. Und dann könnte ich mal ein bisschen Schrott wegmachen. Da muss ich diese Woche aber mit den anderen mal unbedingt Invasionen fahren. Wieso habe ich eigentlich so viele Arrays? Was habe ich damit vorgehabt? Ich weiß es nicht. Bigfoots habe ich auch voll viele. Ja, ich habe echt sehr viel Zeug im Lager. Ich muss mal gucken, wie ich mein Lager ein bisschen verschlanke. Die Preise gefallen mir nicht so richtig. Die sind auch gerade voll billig. Warum sind die blöden Reaper so billig? Wie viel würde ich machen? Jawohl, ich würde 400 Gewinn machen. Ich stelle sie mal ein. Ich weiß aber, dass ich eine von den Reapern sehr teuer gekauft habe. Also ich brauche hier, ich muss Zeugs verkaufen. Das geht nicht so viel. Ein Synthesis. Oh, Synthesis-Preis ist gerade sehr ansprechend. Mal gucken, ob es eine haben will. Die Athena, die habe ich zwar teuer gekauft, allerdings habe ich ja eine aus dem komischen Behälter bekommen, deshalb,
Wenn ich so beide verkaufen würde, würde ich schon Schnapper machen. Aber ich habe die gerade so liegen, weil ich überlege, ob ich doch mal ein bisschen mit der spielen soll. Ich muss sagen, ich fand die nicht besonders gut, die Athena. Das Nachladen hat mir nicht gefallen. Apropos Nachladen. Ich weiß, das andere haben sie ja. Ja gut, die haben den Bug da rausgepatcht, aber ich habe es auch getestet mit der. Aber man hat ja die Lucifer mit Hadron und. Aber ach so, die Lucifer habe ich jetzt auch gar nicht. Die habe ich schnell wieder abgestoßen dann, weil ich wusste, das wird eh gepatcht. Aufstieg der Ravagers. Ich hatte mir jetzt am Samstagmittag habe ich mir mal zwei von den Leveln hier gegönnt, weil ich war gerade hier und für Samstagabend zum Hochspielen habe ich gedacht, ich will jetzt den neuen Kühler haben und da habe ich mir mal zwei Level gegönnt, weil ich ja noch genug Coins habe oder Kronen. Ja, ich es mal getan. Eigentlich bin ich nicht so bei dem zusätzlichen Reinpain hier, aber in dem Fall habe ich gedacht, die Aufgaben waren, ich habe meine Aufgaben schnell gemacht und war zwei Level vor dem Kühler und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt die zwei holst du jetzt schnell, damit du auch das super Kühler hast. Und ich möchte ihn nicht mehr missen, vor allem der ist echt geil, weil der hat auch nur zwei Energie. Ich habe erst nicht so genau geguckt und dachte, naja, ist ein gelber Kühler, vielleicht hat er drei Energie und habe schon so mit drei gerechnet. Aber der hat echt nur zwei Energie und der ist auch genauso flach wie ein Ziel. Also der ist sehr gut. Der hat sich schon gelohnt, den habe ich jetzt auch in meine Fahrzeuge eingebaut. Relikte, ja, Relikte, Relikte. Was könnte ich mir da Gutes bauen? Helikon wäre schon interessant, aber ich habe das eine Omamori jetzt verscherbelt, weil die Preise, ich würde am liebsten das andere auch verscherbeln hier, weil die Preise mir echt gut gefallen. Ihr seht ja hier, für was ich es gekauft habe, da wird es selbst bei Sofortkauf, würde ich einen Haufen Gewinn machen. Ich will nur mal gucken, wie viel Gewinn würde ich bei Sofortkauf machen. Boah. 4.000 gewinnen. Aber das Luxusproblem ist, ich brauche das Geld gerade nicht unbedingt. Rich Man Problems. Odins habe ich jetzt genug. Da warte ich jetzt nur, dass irgendwelche Leute noch einen brauchen. Dann kann ich hier das verscherbeln. Das kostet nur, oh, der Odin ist ja super billig gerade. Wahnsinn. Dass die Preise sich dann immer so krass ändern, wenn was rauskam. Ripper ist gerade teuer. Jomungandr ist richtig teuer. Voll Helios und. Ja, gut, Helios und Nidhogg sind auch teuer. Aber mich wundert, dass es spielt fast keine Jomungandr. Warum sind die dann so teuer? Die könnten mal ein bisschen Liebe gebrauchen, weil irgendwie sind die halt. Mit Breaker hat mir die schnell runtergeschossen. Flashy Flash. Okay, für Porks brauche ich Ratchet und Dings. Habe ich für Ratchet eigentlich noch so Dinger hast? Nö. Aber Ratchet kann mir, glaube ich, auch recht günstig bauen. Regier. Dann würde ich nämlich mal, glaube ich, Porks vorbereiten. Dass ich die auch einfach mal habe. Der GL ist immer so billig, gell? Problem ist, ich habe dann noch mehr Zeugs im Lager. Ich habe jetzt schon viel Schmuddelzeug im Lager. Mal 266. Zwei Stück 520. Die Lanze 680. Das sind 1200. 520 plus 480. Nummer 200, ja. 1200. Und die Dinge nochmal. Ach, wir rechnen einfach 600. Wir rechnen grob. Dann sind wir bei 1800. Plus die Dinge. Ja, komm. Dann brauchen wir schon mal Regis. Weil wenn es dann echt so weit ist und es geht da los, dann steigen die Preise wie wahnsinnig. Falls dieses, ich weiß nicht, ob dieses Event wiederkommt. Es kann sein, dass das so ein
Event war, um das Crossplay zu feiern, dass die Leute sich mal gut Relikte bauen können. Und wenn dieses Event kommt, wird's Uran halt extrem teuer. Also dieses Event, wo die Waffen, die Relikte nur 200 Uran gekostet haben. Und die gelben Waffen hier, die legendären, die waren auch extrem teuer. Und jetzt sind gerade die Preise recht günstig. Jetzt überlege ich sogar, ob ich hier nur einen 500er aufgebe. Ja, ich habe es ja eigentlich nicht eilig. 506. Auch wenn ich es jetzt schnell haben will, damit ich bauen kann. Ich mach mal auf entspannt. Und was ich auch machen muss, ich muss mir den Ratcher hier als Ziel setzen. Warum geht das nicht? Hä? Warum geht das nicht? Muss ich da die Ratcher nochmal gehabt? Wann ist die Nomad? Warum kann ich ihn hier nicht mehr? Mist, warum kann ich mir den nicht hier als Markierung setzen? Fraktion wählen. Haben sie das geändert vielleicht, dass es irgendwo anders ist? Okay, dann muss ich mir merken, dass ich GLs und so kaufen wollte für Ratcher. Ratcher, Ratcher, Ratcher. Gut, Ratcher. Ratcher. Gut. Naja, kann ich mir schon merken. Dann baue ich mir nämlich schon mal Ratchers und Hurricanes. Und dann kann ich mir irgendwann Porgies bauen. Wenn dieses Event kommt, wenn nicht, dann muss ich es halt so bauen. Ich meine, früher habe ich auch ganz normal die Relikte gebaut. Sobald ich 600 hatte, habe ich mir ein Relikt gebaut. Jetzt ist halt das, ja, wenn man halt erstmal gefused Relikte hat, dann hat man nicht mehr so einen Druck halt. Uran ist sogar auch gerade recht günstig. Da sieht man noch damals, als ich kaufte, habe ich gedacht, oh, das ist ein guter Preis. Gut, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob ich am Marktplatz über Nacht was gekauft habe, was ich jetzt verscherbeln kann. Nee, ich habe tatsächlich nichts gekauft. Krass. 766. So. Bin ich hier schon unterboten worden? Nee. Ja, dass ich so gar nichts gekauft habe, macht mich ein bisschen traurig. Hier ist die Gewinnspanne auch gerade ein bisschen eingeschrumpft. Also, wenn ich es für den Preis kaufe, minus die 10%, dann mache ich ja nur 23 Gewinn. Ja, ist mir ein bisschen zu wenig. Auch wenn mir die teilweise schnell los wird, soll ich mal wieder irgendwas... Früher habe ich auch so blaue Sachen hier gekauft, aber da war mir die Gewinnspanne jetzt auch zu niedrig, weil ich... doch genug Coins hab. Ja, hier so. Sledgehammer ist okay, aber die gehen irgendwie nicht so krass. Also wenn ich die jetzt für 46 krieg, ist natürlich ein Schnapper und dann, wenn der echt 30 Coins Gewinn machen kann, aber die, ja, die gehen irgendwie gerade nicht so gut. Was ist mit den Hellblown-Waffen? Ist da was dabei, wo ich sag, yo, Median hat krasse Gewinnspanne, aber da habe ich immer noch 20 rumliegen. Ich hoffe, die werden endlich mal wieder teuer. Aber es ist halt im Moment auch das Problem, dass selbst in den unteren PS-Klassen, wo die Median halt gut sind, so bei unter 9000 ungefähr, da kann man konnte man Spaß haben mit den Median. Aber da fahren jetzt auch die ganze Zeit Remedies rum und so. Oder Gravastar, und dann habt ihr überhaupt keinen Spaß mit den Medians. Das ist echt blöd. Oh, da habe ich gedacht, ich hätte gute Preis gemacht. Die lasse ich gerade als liegen, falls man die irgendwann mal zum Bauen wieder braucht, die Tempest. Genau wie die Therm. Ja,
Ja, mein Lager ist halt zu voll. Es platzt ja fast aus allen Nähten. Obwohl es schon auf 700 ist. Sinus habe ich auch noch drei. Kann ich gar nicht dran erinnern, dass ich Sinus gekauft habe. Die könnte ich mal verscherbeln. Zur Not kann ich es wieder zurückkaufen. Also ich brauche aktuell keine Sinus. Ich glaube, ich habe auch gefuste Sinus, oder? Habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich habe sogar vier unverkäufliche. Die waren auch mal cool da bei dem Bereich. Piercer habe ich auch zwei gefuste. Da muss ich mir nochmal irgendwann welche fusen. Vielleicht sind die ein bisschen unterschiedlich gefused. Protektor. Die Protektor habe ich. Die brauche ich auch nicht, glaube ich. Was ist denn die Protektor, wenn man die mit der Tackler vergleicht? Die hält mehr aus. Wenn die Waffe nicht schießt, erhöht sich ihr Schadensschutz um 100%. Jeder erfolgreiche Treffer an Gegnern erhöht die Schadensresistenz gegen alle Schadensarten um 2%. Der Effekt hält eine Sekunde und stapelt sich bis zu 10 Mal. Die halten eigentlich länger aus. Die Tackler hält nur mehr, wenn die weniger schießt. Aber man kann die Tackler halt besser verbauen. Und ich glaube, die Tackler sind auch besser. Der hat 7 Balken unten. Ach nee, die haben mehr Hitzetoleranz, die Protektor. Grenzte Schusswinkel. Ach, keine Ahnung, ich habe sie für irgendwas gekauft. Ich behalte sie mal. Guck näher. Haze. Ja, jetzt habe ich erstmal wieder 50 Plätze frei. Das geht eigentlich. Oh, die Zerfleischer ist noch billig gerade. Man sieht es auch nicht mehr so oft rumfahren. Ich habe mir mal wieder einen Capcan geholt. Ich würde sogar einen 100er Plus machen fast, wenn ich ihn verscherbe, aber den behalte ich diesmal. Na gut. Bleiben wir mal so. Spielen wir mal eine Runde. Ich habe ja hier an dem Dingsi rumgebastelt und will einfach mal mit dem ein bisschen zocken. Und mal die Batterien. Hier habe ich jetzt auch den neuen Kühler reingebaut und ich konnte fast alle Fahrwerke durch schwere Fahrwerke ersetzen. Da war noch genug Luft. Das ist sehr gut, weil der ist ein bisschen schnell auseinandergefallen von vorne. Wenn man hier so drauf geschossen hat, ist er echt schnell auseinandergefallen. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Ah ja. So, was haben wir für Gegner? Wer ist bei mir? Niggy Bears. Watuji. Und wir haben einen Christian, einen Gennarino und Nino Scorpio. Ha, von dem Powerscore würde ich fast sagen Schrot oder so ein Schmutz. Das hier könnte auch ein Draco sein. Ja, es ist halt leider echt stark verseucht. Wir haben am Samstagabend, war das nach dem CW oder was, am Freitag? Am Freitag, glaube ich. Da haben wir ein bisschen Hype-PS gespielt und zwar so elend, was die Feuer an. Das war schlimmer als Clan War spielen. Da war nur Feuer und Schrot unterwegs und so. Und ich wollte mal ein bisschen mit Hardware ausprobieren, wollte ein bisschen Experimente machen. Und da ging einfach gar nichts. Das war richtig hässlich. Oh shit. Ja, der schießt auch vorne drauf. Der weiß, dass ich dann eventuell auseinanderbreche. Er muss ihn von hier oben beschießen. Da kann er nicht richtig hinschießen.
Oh shit. Mist, jetzt habe ich Autogas. Oh Gott. Boah. Schade. Ach, die Hanna, die hat mich unbarmherzig beschossen. Was sind das? 3 Mille da drauf gewesen beim Gennarino? Die könnte echt wieder ein Ding sein jetzt, die Avalanche. Die Avalanche hat ja vor einem Monat oder zwei einen Patch gekriegt. Also die ist ein bisschen verbessert worden. Die schießt nicht mehr ganz so eklig in so einer komischen Kurve. Weil vorher war es echt schwierig so. Die hat ja kaum... Also der ist ja sehr schnell abgesunken. Der Schuss von der Avalanche. Und der ist jetzt besser geworden. Ich muss ja das... Oh, 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 oh. Okay, wir müssen schnell los. Die anderen sind schon vorne. Kacke. Nein! Ah, jawohl, aber den habe ich. Jawohl. Ey, wenn ihr MGs spielt, stellt euch dieses Dings ein. Hier, das ist eklig. Ihr müsst hier dieses Erweitert mal ausprobieren. Das Erweitert ist der Wahnsinn. Ey, mit, oh, ich habe Hube drin. Ey. Das ist erweitert, das ist so grausam. Jetzt guck mal, wie das Ziel jetzt. Ich ziel den an, jetzt drücke ich gar nichts mehr. Wie das Ziel dem folgt. Das ist ja auch okay, jetzt habe ich nicht so getroffen, aber es ist echt richtig kräftig, dieses Erweitert. Foxy hat mir das gesagt. Grüße gehen raus, hat gesagt, ey, das neue Erweitert-Ziel ist brutal. Und dann habe ich es ausprobiert. Hier in der Garage, gut, wenn die sich bewegen, kann es manchmal, was hässlich sein kann, wenn ihr hier so einen im Visier habt und dann kommt einer vorbeigefahren, dann, piu, dann zack. Wie sieht es den anderen halt automatisch an? Ich guck mal, wenn der hier so einen kleinen anschießt, wenn der dann kommt, zeige ich euch, was ich meine. Ich ziele jetzt auf den. Ah, jetzt ist er zu nah an mir vorbeigefahren. Guck mal, das bleibt schon gut drauf. So, ich drücke jetzt mit dem Zielstick, drücke ich gar nichts. Gucken, ob es noch anders ist, wenn ich anfange zu schießen. Ich drücke jetzt nur, also ich fliege nur rum. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ah, die Kronos-Heinis, da kriegen sie auf den Sack jetzt. Jetzt haben wir alle. Ist aber alle so ein Schmutz. Aber das gab es schon mal. Früher war mal so, es gab mal eine Zeit in Crossout, da war das Auto-Aim zu stark. Und dann haben sich die Leute mit dem Kronos, also die Bescheiße da, die scheiß Cheater-Penner, denen die Finger abfaulen sollen, die haben sich dann beschwert und haben gesagt, das Auto-Aim wird zu stark von Crossout, weil die keinen illegalen Vorteil mehr hatten dann. Und jetzt ist es wieder so. Das Auto-Aim wurde ein ganzes Stück hochgedreht. Gut, wenn man hier so fliegt, muss man doch, wenn ich jetzt hier auf der Waffe bleiben will, muss ich so ein bisschen anpassen, aber vielleicht muss ich jetzt die Dings, ich habe meine Sensibilität sehr hoch eingestellt, damit ich schnell zielen kann, aber das könnte sein, dass es dann kontraproduktiv ist. Bei manchen Waffen ist es halt kacke, wenn ihr mit Mastodon spielt oder so, dann ist das echt scheiße, das Auto-Aim, weil das halt euch so voll massiv auf den draufzieht und dann könnt ihr nicht vorhalten. Also alles, wo so ein Projektil etwas länger in der Luft ist, da würde ich euch empfehlen, es auszustellen. Oder auf normal, das ist so. Normal ist okay, dass es so ein bisschen draufzieht, aber das Erweitert ist zu krass. Also wenn ihr jetzt mit... Bei Schrot bin ich auch noch nicht so sicher, ob ich es da dran lassen soll. Schrot habe ich mir früher auch immer ausgestellt eigentlich. Aber für Maschinengewehre ist super. Also hier, das ist schon... Maschinengewehre sehr fein. Na, ihr könnt da ganz entspannt drauf schießen. Ich meine, ihr seht, es zieht so ein bisschen rüber, es bleibt schon... Stabil auf dem Gegner. Das ist eine fiese Einstellung gerade. Ich hoffe, es bleibt so.
Ja, das ist ein bisschen entspannter dann. Ja, also einige werden sagen, ey, es geht nicht, da ist voll unfair, so, ist kein Skill. Ja, klar, ist kein Skill, aber ihr müsst überlegen, wenn ihr, wir spielen oft gegen so Top-10-Heinis und man merkt einfach, dass die beschissen haben die ganze Zeit. Man merkt, das ist so krass. Und jetzt kann man ja ähnlich, also jetzt ist es so ähnlich, ja. Und es ist legit, weil Spiel gibt uns ja vor, Spiel sagt, benutzt es, macht erweitert rein. Und aber wie gesagt, es kommt auf die Waffen drauf an. So, das ist immer noch der Vorteil von den Schmutztypen. Die haben ja für jede Waffe irgendwas. Aber die hier auf den Punkt treffen. Wir hatten letztes wieder so ein, das war wild. Der hat zwei Kollegen hier, die haben so Firebugs gehabt. Und ihr kennt ja diese komischen Dogbills da, die Firebugs, wo alles total verbaut ist. Und ich war tot und hab meinem Kollegen zugeguckt, wie der so einem hinterher fliegt. Und der hat den... Oh, 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 das ist natürlich eklig gegen mich. Ah, shit, ja, Schrot. Schießt den Stock schnell ab. Tequila. Hm. Mist. Bin leider an den Schrot rangeflogen. Ich dachte, vielleicht kriege ich noch eine Waffe raus, aber ihr habt's gesehen. Ich habe aus Versehen so bei den Waffen so ein bisschen... Ich habe der linken Waffe extrem gegeben, dann habe ich aus Versehen so langsam auf die rechte rüber. Ich weiß nicht, da muss ich auch noch ein bisschen üben mit dem erweiterten Dings, dass ich... Ich probiere es nochmal aus, wenn ich einen Stick gar nicht, wenn ich eine Waffe im Visier habe, von dem, wenn ich einen Stick gar nicht mehr anfasse und ich nur fliege und schieße, ob es dann besser ist. Ja, und hier, wo ich den gerade sehe mit Cyclone. Also ich finde, bei Cyclone stört's Auto-Aim auch. Es kommt halt auf die Distanz zum Gegner an, aber mit Cyclone könnt ihr ja über die ganze Karte schießen und wenn ihr jetzt von hier auf den da vorne schießt, musst ihr ein bisschen vorhalten. Und dann ist blöd, weil das Auto-Aim zieht euch immer auf den... Also ich hatte das Problem damals mit Cyclone. Ich hatte so eine Cyclone-Spinne und habe das Auto-Aim auf normal, moderat, keine Ahnung wie es da hieß. Früher hieß es mal leicht und stark oder so, dann hieß es irgendwann das gute moderat und jetzt gibt es ja noch erweitert. Na gut, wenn er so fährt wie eben so dran ist, dann ist es natürlich gut. Aber die Cyclone-Schüsse, die sind auch so ein bisschen langsamer. Der Steelwind ist sogar noch ein Tick langsamer, glaube ich. Und da ist es, manchmal kann das zu Problemen führen mit dem Auto-Aim. Wenn ihr euch wundert und sagt, ey, ich habe doch das Auto-Aim, ich treffe nichts mit der Cyclone, dann liegt es am Auto-Aim. Das macht so... Naja, das zieht die Waffe halt immer auf den Bild vom Gegner. Und wenn der weit weg ist, dann trefft ihr den nicht, dann schießt ihr die ganze Zeit nachher. Denn bei Helios kann das auch passieren. Oh, der bewegt sich aber schnell, der hat die Dings voll hoch, oder guck mal, der ist voll zappelig. Der muss den Ratchet platt machen. Ach scheiße, da ist noch der Schrot-Heini. Ist der mich leer gemacht hat? Ach ja. Das ist sehr stark gegen Helios. Ich hab's gleich schon gesagt eben, glaube ich, gell? Ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob bei Helios... Da würde ich das Auto-Aim auf... Vielleicht auf normal, dass es so ein bisschen in der Nähe bleibt. Dass es so ein bisschen verzeiht, wenn ihr Grobmotoriker seid und es verreist. Aber so 100% die Projektile fliegen auch. Ja, obwohl, andererseits... Ja, ich glaube, bei Helios kann man es reinmachen. Weil Helios muss ja den Bild nur irgendwo treffen, macht trotzdem Kabinenschaden, also... Sie was, wir probieren es mal aus. Ich nehme jetzt auch mal Helios. Nee, eine Runde will ich noch so spielen. Obwohl, wir sind schon bei 33 Minuten, sehe ich gerade. Das ist ganz schön lang. Dann machen wir noch eine Runde Helios. Ich wollte immer der Oldschool Helios ausprobieren. Und gucken mal, wie sich auf dem Energieverbrauch ist. Zu hoch, scheiße. Naja, dann nicht. Da muss ich, wenn ich erst umbauen muss, dann ist blöd. Rückgehen einfach, ja. Ne, machen wir noch eine Runde. Letzte Runde, Runde. Aber hier auf dem Stock, wenn ich nur so leicht mit dem Stick spiele, bleibt es echt sehr stark drauf hier, gell? Das ist ziemlich fein. Was ist denn, wenn ich direkt auf so eine Waffe... Hier, die da ist, sieht man gut da oben. Oh, das ist brutal, wenn man so ein bisschen anpasst am Stick. Wenn ich gar nichts drücke, ich nehme die Waffe ins Visier, schieße und fliege einfach nur. Na gut, dann zieht er schon vorbei. Man muss schon so ein bisschen kontrollieren. Aber dann ist böse.
gibt auch noch so andere Arbiter. Weil hier ist halt, wenn der Stock abgeschossen wird und Schrot schießen, den habt ihr ja gesehen, der hat mir den echt gut abgeschossen. Wenn das so ein... Es gibt noch so einen krassen Arbiter-Bild. Der hier, glaube ich, ist es. Dr. Sensation. Jo, der schießt auch ziemlich noch. Ja gut, der andere schießt da krasser nach unten. Aber ich glaube, der Bild hier ist noch ein Tick besser. Zumindest ist der Stock hier halt viel stabiler. Da sind vorne noch diese Dinger. Da ist oben noch die Ecke. Da ist auch Catalina, oder? Ja. Problem ist halt, dass ich nur drei Arbiter habe. Aber ich spiele den eigentlich gern mit der Aurora mit drin. Nur die Aurora hat zwei Energie mehr. Ich muss mal gucken, ob ich den auch umgefummelt krieg. Naja, heute ist ein bisschen länger, gell? Heute ist eine Party. Mal sehen, mal sehen. Ja, weil ich finde den, glaube ich, den gedrungenen Bild etwas besser als den hier. Der hier schwankt halt so. Also der schwankt, der Stock oben auch. Das kann manchmal gut sein. Aber dadurch, dass sehr viel Schrot rumfährt, wenn Schrot ranfährt, schießen die den Stock voll leicht ab. Und ich glaube, bei dem anderen haben die Schrots Schwere, weil die da ein bisschen tiefer sitzen, die Arbiter. Ich glaube, der ist noch optimierter. Verdammt! Noch reingefahren in die Raketen. Jetzt will die Lisa es aber wissen, ne? Ich habe hier schon massiven Schaden gedrückt. Nein! Das bleiben alle so weit hinten und dann kriege ich hier auf den Sack. Ich muss hier auch weg. Hey, wo ist der jetzt hin? Nein, nein! Oh Gott! Oh gut. Oh, oh, oh. Er kommt, um mich zu holen. Diesmal schieße ich ihn leer. Nein. Oh. Nein, der hat mich schon wieder leer geschossen. Also Schrot kriegen den Stock echt leicht abgeschossen. Oh, ich habe nicht mal eine Waffe rausgeschossen. Er hat einen guten Bild. Die merken nicht, dass hier hinten... Ja, warum man die ganze Zeit Spaß hat. Jetzt kommt er mich noch holen, oder was? Ich gehe Punkt machen. Oh ne, ich sehe schon auf der Karte, der fährt mir näher, oder? Eigentlich müssten sie es schaffen. Boah, der Christian, ey, der hat noch ein Blatt gemacht. Der ist echt stark. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren noch. Schade, am Anfang sah es so gut aus. Aber wir haben scheinbar alle mies Schaden eingesteckt. Naja, komm, da kann ich mich sprengen, das bringt nichts mehr. Das haben sie schön gemacht, wie sie hinten reingekommen sind. Wahnsinn. Naja, ich guck mir dann mal den anderen Arbiter an, ob ich da was zusammengefummelt krieg. Das wird mich interessieren. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.